Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Internetkonsumenten, Internetmediakonsumenten der leichten Unterhaltung hier zu unserer neuen Show. Wer ist denn das? Und heute zu Gast der noch unbekannte YouTuber und Twitch-Streamer ExitX. Herzlich willkommen. Wie darf ich Sie ansprechen? ExitX oder nur X oder Herr Ehrenwerter, Herr YouTuber? ExitX reicht, danke. Okay, also Exit. Woher kommt denn dieser Name Exit überhaupt? Ja, Exit ist, wo kommt der Name her? Ist schon eine Weile her. Kommt aus den 90ern. Da war ich mit Jungs unterwegs, wo wir noch LAN-Partys gemacht haben. Ihr kennt LAN-Partys, also große PCs rumschleppen, Röhrenmonitore und so weiter. Und wir haben viel Counter-Strike gespielt. Und da gab es eine Map, Aldi-Map, also hier Aldi-Discounter-Map. Und da habe ich es öfters mal geschafft, an einem Notausgang ein paar coole Moves zu machen. Und da ja in den 90ern das X cool war, heute ist ja der Buchstabe, die Buchstaben verdrehenden Zahlen, also hier aus einer 3 wird ein E und sowas, cool. Damals war es halt der Buchstabe X. Und dann ist halt dadurch die Kombination mit dem Counter-Strike-Spiel irgendwann Exit X entstanden. Okay, interessant. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit. Wir haben auch sehr oft des längeren LAN-Partys gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals unsere schweren Röhrenmonitore durch die Gegend gezogen haben. Sie sind ja nun auch schon seit knapp 3 Jahren auf YouTube unterwegs und seit ungefähr 2 Jahren auf Twitch. Wie kam denn das, dass Sie sich überhaupt mit diesem Medium YouTube und Twitch beschäftigt haben? Puh, ja. Das war so gewesen, ich habe ein neues Hobby gesucht, kurz gesagt. Ich war früher viel Fotograf, also fotografisch unterwegs. Ich habe Hochzeitsbilder gemacht, Babyfotos, Model-Shootings und war halt auch so 3-4 Jahre lang für hier die örtliche Presse unterwegs als Fotograf. Und irgendwann habe ich was Neues gesucht, um meine Kreativität auszuleben. Und da ich auch ein Gamer bin, ich bin ja also Gamer halt, ne? Spiele alles Mögliche schon seit Ewigkeiten. Und als ich damals zu dem Spiel The Division kam, habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, da könntest du auch mal ein paar coole Videos machen. Meine ersten Videos waren so PvP-Videos und dann nach und nach ist halt das geworden, was es heute ist. Sprich, Infos, News, Tipps und Tricks etc. Und dann irgendwann kam noch Twitch dazu. Ja. Ja, Stichwort The Division. Ihr Kanal auf YouTube und auch auf Twitch, der lebt ja eigentlich, soweit ich das gesehen habe, tatsächlich nur von dem Thema, dem Spiel The Division. Ist das denn so richtig? Ich meine, Sie machen da ja vorwiegend News zu diesem Spiel, immer wenn es Informationen gibt, Tipps und Tricks und Guides und dergleichen. Belebt denn Ihre ganze YouTube- und Twitch-Kanal nur von diesem Thema The Division, dass Sie da wirklich alles raushauen, was es da rauszuhauen gibt? Oder machen Sie auch noch andere Dinge? Ja, ich mache auch noch andere Dinge. Klar, also zu 90% kann man sagen, mein Kanal lebt von The Division. Aber ich mache auch noch andere Sachen, möchte auch noch andere Sachen machen. Ich mache ja unter anderem auch lustige Videos wie meine Satirefigur, der Sanitäter Peter. Und bin jetzt auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Aber das sind alles noch so Zukunftsvisionen. Aber Division ist mein Kanal, aber ich mache auch Spiele wie zum Beispiel Ghost Recon Wildlands, kommen ein paar Sachen dazu oder auch mal Sea of Thieves. Also mein Kanal soll auch sich demnächst sowieso ein wenig verändern. Sanitäter Peter, muss man den kennen? Sanitäter Peter ist, ja wie gesagt, ist eine Satirefigur von mir. Sollte man sich mal anschauen, am besten einfach mal bei YouTube Sanitäter Peter eingeben und der Rest erklärt sich von selbst. Und ja, einfach mal reinschauen, ist ganz lustig. Okay, ja, dann am besten einfach mal bei YouTube suchen nach Sanitäter Peter. Aber wo Sie auch gerade schon lustig sagen, in Ihren Streams platzen ja auch regelmäßig gerne mal Ihre Frau oder auch Ihre Kinder rein oder in einen Ihrer letzten Outtakes, die Sie ja so gerne an Ihre Videos hinten dranhängen, ist ja auch eins Ihrer Kinder mitten in die Aufnahme reingeplatzt. Wie gehen Sie damit um und wie reagiert Ihre Familie eigentlich auf Ihr Hobby, was doch, glaube ich, recht zeitintensiv ist? Ja, also sie akzeptieren es, sie sind aber nicht immer wirklich amused darüber, dass ich dann doch so viel Zeit hier mit meinem Hobby verbringe. Aber
Sie akzeptieren das, sage ich mal. Mein Sohn zum Beispiel, der würde liebend gerne mal mit mir zusammen was machen, weil er kennt das von anderen YouTubern, die mit ihren Kindern was zusammen machen. Da haben wir gesagt, gut, irgendwann machen wir zwar auch mal was Lustiges an und mal gucken. Er muss erst mal ein bisschen älter werden. Vielleicht übernimmt er ja mal irgendwann mal meinen Kanal als Exodix Junior. Und ja, also und dann in den Streams, ja, wie Sie es angesprochen haben gerade. Ab und zu kommen die Kids mal reingesprungen und dann ist halt aber auch so angesagt, dass ich meine Streams halt direkt abbreche, mehr oder weniger, weil es ist dann halt aber auch so, Familie geht vor. Und das ist halt manchmal nicht so einfach, beides unter einen Hut zu kriegen. Besonders, ich habe ja, wie gesagt, es ist ein Hobby, habe ja noch einen normalen Job und aber mein Herzblut steckt halt in diesem Hobby drin und das wird dann halt auch von der Family akzeptiert. Mal mehr, mal weniger. Gut, und wie sieht denn so Ihre Zukunft aus? Wie soll Ihre Zukunft aussehen mit Thema YouTube und Twitch? Bleibt das ein Hobby oder wollen Sie da mehr draus machen? Und was wollen Sie da weitermachen? Ich meine, Sie haben eben auch angesprochen, Ihr Buch. Sie schreiben ein Buch, ein Hörbuch. Sehr interessant. Wie soll das denn damit weitergehen in Ihrer Zukunft? Ja, zuallererst YouTube und Twitch wird definitiv ein Hobby bleiben. So blauäugig bin ich nicht, dass man davon jetzt immer leben könnte. Und abgesehen, das ist auch gar nicht meine Ambition. Es ist ein Hobby, mein Herzblut steckt drin, das ist so. Und na klar, nehme ich das gerne mit, wenn mein Kanal wächst und man auch bei Twitch mehr Zuschauer hat und so weiter. Dafür mache ich es halt ja auch gerne. Ich unterhalte gerne und lasse halt auch gerne meine Kreativität freien Lauf. Und daher auch die Geschichte zum Beispiel mit dem Hörbuch, wo ich gerade dran bin, was, wie gesagt, mehr Arbeit ist, als ich dachte. Aber mal abwarten. Wie gesagt, mein Plan ist halt auch, ich möchte mich mit anderen Themen halt auch beschäftigen, nicht nur The Division. Andere Themen sollen dazukommen, andere Spiele und auch mal Themen, die nichts mit The Division oder sonstigen Spielen zu tun haben. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Da müssen wir mal abwarten. Und ja, mein Traum ist natürlich halt, dass mein Kanal wächst und dass ich halt auch auf Twitch mal sagen kann, egal was ich streame, dass meine Zuschauer, egal mitkommen, egal was wir machen, Hauptsache, sie fühlen sich von uns unterhalten. Das ist so meine Ambition. Das ist das, was ich mir für die Zukunft vorstelle und wünsche. Also nicht weniger werden, aber anders. Sehr interessant. Ja, dann sind wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommen wird in nächster Zeit mit Ihnen. Sehr vielen Dank, Exit, dass Sie hier gewesen sind. Und dann wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Die Sendezeit ist auch schon zu Ende und wir sehen uns demnächst wieder bei der Show Wer ist das? Schönen guten Abend.